Die Gründe für diesen Schritt lagen, und dies ist mir ganz besonders wichtig und möchte ich auch explizit betonen, nicht in der geleisteten Arbeit von Robert Palikutscher. Die Gründe liegen in der Zukunft, in der weiteren Arbeit und in den bevorstehenden Aufgaben. Wir alle sind uns einig, dass wir auf eine schlechte Saison zurückblicken, sind wir doch weit unter unseren Erwartungen geblieben und waren nur einen Wimpernschlag von der dritten Liga entfernt. Wir wollen allerdings ohne sachfremden Druck, ohne die Belastungen, die sich aus der abgelaufenen Saison ergeben haben und weiterhin ergeben, in diese neue Saison starten. Ich selber bin sehr selbstkritisch mit mir, stelle mich auch der Kritik, die mir entgegengebracht wird. Selten so eine Zusammenarbeit gehabt in einer Gruppe von doch einigen Menschen. Und so ähnlich liefen jetzt auch die Saisonanalysengespräche. Die letzten Tage, das war auch wieder intensiv und ehrlich, kritisch. So, diese Entscheidung ist so gefallen. Es ist nicht, man handelt jetzt nicht im Sinne der handelnden Personen. Es geht nicht um mich, es geht um den 1. FC Nürnberg. Und wie sagt man im Fußball, manchmal muss man sich fürs Team opfern. Und es ist jetzt kein Opfer in dem Sinne, aber es ist eine Entscheidung für den Verein. Und die ist so getroffen worden, die trage ich natürlich mit. Wenn man über Schuldfragen spricht, das eine ist Schuld oder Zuständigkeit, das andere ist Verantwortlichkeit. Die Verantwortlichkeit ist sicherlich immer breiter als das, aber es gibt keine monokausalen Zusammenhänge. Etwa, wir haben uns ja wirklich intensiv beschäftigt, dass wir sagen können, dieser oder jener Fehler von Herrn Palikutscher hat dazu geführt, dass die Saison so oder so verlief oder so schlecht verlief, sondern ich glaube, da sind sehr, sehr viele Faktoren zusammengekommen, die zu diesem für uns alle natürlich unschönen Saisonverlauf geführt haben. Und das Gleiche würde ich auch für den Aufsichtsrat in Anspruch nehmen, dass wir sagen, auch wir haben bei uns ein paar Dinge entdeckt, die wir nicht gut gemacht haben. Aber es ist jedenfalls weit davon entfernt, dass wir sagen, es gibt hier monokausale Ketten, wo wir genau feststellen können, diese Entscheidung oder dieser Punkt oder das war der Fehler, der dazu geführt hat, dass die Saison den Verlauf genommen hat, den sie dann eben leider genommen hat. In all diesen Abschnitten muss ich mich dann immer hinterfragen, ob ich richtig gehandelt habe, ob die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, richtig waren, ob die Lösungen richtig waren. Ich bin überzeugt, dass ich mir den Vorwurf nicht gefallen lassen muss, dass ich falsch oder dilettantisch gehandelt habe. Ich habe immer Lösungen gesucht. Am Ende haben wir die Klasse gehalten. Ich lasse es auch nicht gelten, dass das glücklich war. Ich weiß nicht, ob es alle dran geglaubt haben, aber ich habe dran geglaubt. Ich habe diese Mannschaft nicht aufgegeben und man hat den Willen gesehen und die hat das dann nochmal geschafft, dass dann am Ende so einer unbefriedigenden Saison mit vielen Problemstellungen, auch mit der medialen Unruhe, die durch viele von Ihnen erzeugt wurde, ob das jetzt zu Recht passiert ist oder zu Unrecht, das mag ich jetzt nicht hier ausdiskutieren. Jedem sei das selber überlassen, wie schnell man hier vielleicht für Unruhe herrscht. Es ist freier Journalismus, das ist absolut in Ordnung. Ich finde die eine oder andere Aussage bei den Jungs teilweise überzogen. Das sind auch Menschen. Klar sind das gut bezahlte Profis, die den Job nachgehen, aber es sind keine Maschinen. Und das sieht man dann in den Spielen, wenn die Verunsicherung da ist. Wenn man vielleicht in so einen Negativstrudel kommt und dass die Situation dann auch anders ist als in der ersten Bundesliga, wo hier gemeinsam irgendwo ein Pakt geschlossen wurde, dass man, wenn man alles gibt, dass der Aufstieg dann nicht so schlimm ist und die Fans haben die Jungs durch die erste Liga auf den Händen getragen. Dass dies nicht der Fall sein wird in der zweiten Liga, war klar. Ich glaube nicht, dass sich jeder dessen bewusst war, wie explosiv die Stimmung hier sein kann. Und in der Rückbetrachtung des Ganzen hätte ich vielleicht in der Winterpause nicht dran glauben, hoffen und auf die Leute einreden müssen, dass wir das hinbekommen, dass es ruhig wird in der Rückrunde, sondern da vielleicht schon selber entgegenschlagen und einen Abschiedskampf ausrufen, ja.